Hallihallöchen, die Lebensform und Freunde der Vampire! Und damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zu meines Play zu SpongeBob Schwankopf, The Cosmic Shake, zum 23. Part und los geht's auf den Seeeinhorn! Vielleicht finde ich ja, kriege ich ja die Golddublone jetzt noch. Wir können jetzt mal ein bisschen über Vampire Diaries und so reden, ne? Ich persönlich, ich liebe Vampire Diaries sehr, sehr gerne. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass Originals die bessere Serie auf jeden Fall ist. Also, an erster Stelle steht Originals. Das ist die beste Serie. Da kommt Vampire Diaries um Längen nicht heran und auch nicht Legacies. Wobei Legacies hatte halt das Problem, sehr schlechte Schreiber. Die Serie hatte so viel verstecktes Potenzial. Man muss einfach nur sagen, Landon Kirby als Phoenix. Sein Potenzial, ne, wurde halt komplett verschenkt, ne. Man konnte den halt zu einem kompletten Equal to Hope machen. Man muss überlegen, ein unsterblicher Phönix, der fliegen kann, Feuerbälle verschießen, Feuer kontrollieren, sich in Feuer erhöhen kann, die menschliche Fackel zum Beispiel. Das Potenzial wäre unendlich gewesen, und zusammen mit Hope, das wäre super cool gewesen, aber nein. Man hat die Feuerflüge nur einmal gesehen, zack, kommt der goldene Pfeil, vorbei. Und das war's komplett. Halt, die Beziehung zwischen den beiden hätte man so viel besser machen können. Echt mal, halt so sehr schade. So schade halt, ne? Das Potenzial war so schade verschenkt. Mit der aufregendsten Schlummerparty weit und breit, kurz vorm Tore, sollen die Barden des Königreichs dem Casting Rufe der Prinzessin von Valen folgen. Ist klar. Platz gibt es für zwei Poeten, die bei der königlichen Partyplanerin mit ihren gnadenlosen Trommelfellen Anklang finden können. Also mein Computer ist bisher noch nicht abgestürzt, das ist ein gutes Zeichen. Denkst du das, was ich denke, Patrick? Die Augenbrauen von SpongeBob, wie geil ist das denn? Na klar! Aber wo sollen wir so kurzfristig einen Schulbus voller Mayonnaise herkriegen? Oh, Patrick! Was? Nein, wir sollten uns für die Band bewerben, damit wir ins Schloss können, um Perla zu retten. Ich will nicht gerettet werden. Ach ja, das habe ich auch gemeint. Naja, wird schon schief gehen. Dieser Herold ist so hilfsbereit. Ich wette, sein Spitzname ist Hilfsbob-Schwammkopf. Alter, warum muss die Ritterwelt so groß sein, ey? Ich hab keinen Bock auf... Ich bin kein Fan vom Mittelalter, ey. Die Welt ist natürlich so groß, ey. Aber so klar. Das ist die größte Welt, oder? Kann das sein? Die Welt, die hier war, die kürzeste. Das war die beste Welt. Rock Bottom. Halloween. Die zweitbeste ist auf jeden Fall die hier. Oh, ich hab Schluck auf. Gut. Was nehme ich denn jetzt als nächstes? Guck mal, Regenschirm. Ich hätte gerne noch eine weitere Gold... Wobei, ich brauch 11... für 7 Gold... 6 Golddublonen? Ach, Scheiße, ey. Ach komm, wir bleiben halt Vampir so lang. Tralladeus. Der Name ist halt so geil. Tralladeus! Tralladeus. Oh Mann, ey. Zeit fürs Vorsprechen. Ich halte meine Tonne. Wieder eingeladen. Sie ist immer so eine Mies. Juhe! Ich kann das Vorsprechen kaum erwarten. Kissen, kauft Kissen, legt euch drauf, werft einen Freund damit. Nein. Wartet. Nein. Wartet. Geht nicht. Okay, dann. So, okay. Popcorn und Limo. Traditionelles Popcorn und Limo. Was jetzt?
Ja, gar nix. Wenn Traladeus dieses Jahr wieder spielt, soll mich ein Ich habe gesehen, dass auch die Was hatten hier Stone Age? Stone Hedge. Ja, komm schon. Hätte das in der Luft hier, ey. Hi, Traladeus. Schnell, komm gleich, ich komm gleich. So. Noch ein Barde, noch eine Migräne. Aber was opfert man nicht alles für die Krone? Sein Talent, seinen Stolz, sein Trommelfell. Aber unsere königliche Wahrheit befahl, es soll keiner ihrer Untergebenen abgewiesen werden, weil jeder Fisch Talent hat. Ha, ihr habt Zeit, meine Gunst zu erlangen, bis ich angesichts eurer Mittelmäßigkeit einschlafe. Alles klar. Beeindrucket mich. Kit. Hä? Okay, los geht's. Bam! Na, ja, bis jetzt ist es einfach. Wow. Also entweder habe ich Glück oder... Nochmal? Okay. 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 Ups. Yay! Höret, höret. Leider wurden der gelbe Schwamm und sein nerviger Ballon zu königlichen Barden auf der fabelhaftesten Schlummerparty der Prinzessin erwählt. Die Menge schien ihre Musik zu mögen. Und außerdem habe ich allen anderen Kandidaten abgesagt. Ihr möget das Schloss betreten. Alles klar. Verpatzt es nicht. Oh, endlich. Also, wir können endlich abhauen. Ich mache auf jeden Fall das Spiel zu 100% fertig. Naja, klar. SpongeBob-Schwammkopf finde ich okay. Da macht das Spiel schon Spaß. Dann lass mir das Spiel Spaß machen. Spath macht, soll ich das ausnutzen. Hab ich da vorne eigentlich noch was übersehen? Nee, ne? Alter, wie statisch die Menge hier eingefroren ist. Ich kann das Vorsprechen kaum erwarten. Das Vorsprechen fängt bald an. Juhu! Hab ich raten, wenn ich das auf den Schalter drücke, dann erscheint da hinten irgendwas. Du kannst bestimmt nicht so schnell wie ich alle Ballons im Hof zerplatzen. Ich bin der höfische Ballonplatz-Champion. Altes Brot ist grau, neuer Geschmack ohne Nährstoffe. Du bist wirklich mein bester Freund. Waffestrahlen! Na gut, du hast gewonnen, Quadratschädel. Zwei Goldblumen! Na, ich hab mal wissen, wie Mr. Krabs vor, ey. Beinahe, ouch! Ouch! Oh, das Vorsprechen fängt bald an. Ich kann das Vorsprechen kaum erwarten. Ich hole gern aus dem Schatten. Schnell da hoch, okay. Ah. Meh. Ah! Wo kommt die denn auf einmal her, ey? Meh. Ich komme, Prinzessin Perla. Oh, mein Auge, mein... Ah, oh, juck. Ninja.
Macht mal her. Oh, oh Gott. Hi. Walfischtran. Blubberpastete. Shit, das war so klar. Oh Gott, ich hab eins verloren. Ich hab gerade verstanden, Ball. Ich hab gesagt, er sagt, es ist eine Dublone für den Ballono. Oh. Kleiner Klatsch, das schon. Ist klar. Nee. Oh, wie groß ist denn das noch hier, ey? Alter Schwede, ey. Haben sich ja viel Mühe gegeben mit der Welt. Ausgerechnet mit einer Mittelalterwelt, ey. Ja, auf jeden Fall Pyjama-Party hier im Start. Ich bin immer noch sehr verwundert, wie Mr. Krabs überhaupt eine Wahl als Tochter haben kann, ey. Was, wenn eines dieser Betten besser ist als meins? Ich muss alle ausprobieren. Dein Bett ist aus... Ah, ne, wobei, der hat ein echtes Bett, stimmt. In der einen Folge, wo Patrick sich selbst seine Möbel herstellt, ne, weil er Besuch von seinen Eltern bekommt, ne? Ja. Möbel! Ich brauch Möbel! Dann leckt der alle ganzen Sand hoch und macht daraus Möbel, ey. Am Ende schätzt sich heraus, die gekommen sind, waren gar nicht seine Eltern. Ich weiß nicht mal, wie seine Eltern aussehen. So. Darauf, darauf. Oh Gott, shit. Stopp, geh kaputt. Okay. Ich musste kaputt gehen irgendwo jetzt ganz schnell, damit er mich wieder hier rauslässt. Was ist das für eine Pyjama-Party hier, ey? Ist die Pizza super knusperig? Große Krabbe Pizza, ist die Pizza super knusperig? Okay. Nice. Hä? Lol. Das wollte ich zwar nicht, aber auch funktioniert. Lol, Vorsicht, Bau. Wie krieg ich das denn? Ich geh in den Tod stürzt oder was? Alter, ist das riesig! Gott, ey. Golddublone. Sagtest du gerade Schokolade? Ja, gnädiger, mit oder ohne Nüsse? Schokolade, Schokolade, Schokolade. Oh, das gibt's, funktioniert sogar. Nice. Gott, hat Perla geweint oder was ist hier los? Könnte sogar echt sein. Einfach runtergekickt. Ja.
Lol. Da hat der SpongeBob sich zum... Nee, warte mal. Da hat der Spo... Der gute... Nee, was? Wie sagt das? Geht das Lied? Da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Nee. Tja, der gute Larry kam mit seiner Muskelpracht. Da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Sogar Sandy hielt ihn für einen Psychopath, weil er sich die Hose zerrissen hat. So. Da, okay. So. Ich will doch nur kosten. Bitte. Oh, wir sind endlich da, ey. Gott. Was ein Weg, ey. Ich versuchen musste ich's, oder? LOL! Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ich war teleportiert worden, ey. Ja, LOL, Perla weint wirklich. Wie geil ist das? Ich hatte recht. Ja, doch nicht. Okay. Oh, da ist Prinzessin Perla. Das stimmt wohl nicht. Ja, sie lässt echt. Die Flossen hängen. Sind die verhexte Matratze, passt besser. Der hat wohl seine Hose verloren. Die weint doch, oder nicht? Natürlich weint Perla. Glibbermonster haben meine Schlummerparty ruiniert. Das Personal ist geflohen. Wer soll meinen Gästen ihre wohlverdienten Kuchenstücke servieren? Ich mach das. Als ob. Ich bin eine Prinzessin, du königlicher Blödmann. Wo ist eigentlich die echte Perla hin aus dieser Welt? Die hat die in den Schrank eingesperrt. Das wäre voll unkoral. Ach, Perla. Ich meine, Prinzessin Perla. Entschuldigung. Entschuldigung. Keine Sorge, Patrick und ich werden den tollen Kuchen servieren. Lasset sie Kuchen essen. Okay. Bei diesem Buffet kann man reinhauen. Los, hau rein, Alter! Hä? LOL! Was ist mit der Musik los? Sind wir jetzt in Dark Souls oder was? Da war ja diese geile Folge mit der, wo mit Thaddäus ein eigenes Restaurant eröffnen möchte, ne? Ein eigenes Restaurant eröffnen möchte. Dieser Kuchen ist empfindlich. Wir müssen aufpassen. Ich rede gleich darüber. Machen wir erst hier, kümmern uns erst hier drum. Alter! Duh! Meine Nase juckt. Ich glaube, ihr zwei braucht mal eine Tanzpause. Ich kann mich nicht bewegen, oh Gott. Richtig für meine Bäckchen. Darf ich um diesen Tanz bitten? Lasst mich Kuchen essen. Oh, Appetit. Alter, das ist scheiße. Das ist auch eine beschissene Funktion in manchen Spielen, wenn du eine scheiß Verwirrung hast. Kann ich die Dinger zurückschießen? Lass mich kuchen! Ohne Leckung, Appetit!
Kuchen! Ich hab den Kuchen, der Kuchen ist keine Lüge. Ich glaube, ihr zwei braucht mal eine so. The cake is not a lie. Oh, guck mal, da ist die Mutter. Leute, da ist die Mutter von Perla. Oh, ja, ausgerechnet so Muskelprotz. Noch zwei Kuchen. Los, hau rein, Alte. Los, letzten Kuchen. Darf ich um diesen Tanz bitten? Vor allem so ein riesen Kuchen für jeden, ey. Es sind zu viel Kuchen, ey. Aber jetzt weg hier! Vielleicht schaffe ich es ja noch zum Schlussverkauf ins Einkaufszentrum! Das Einkaufszentrum, das ist definitiv noch da, vermutlich. Na, dann benutze ich mal den magischen Blasenstab und wir sind weg! Diese Musik ist fürchterlich, aber zum Glück ist jetzt ein echter Barde hier. Lasse das wahre Fest beginnen! Okay. Okay, Ausrechnung freigeschaltet. König der Burg. Oh, guck mal, da steht sogar, wann man das freigeschaltet hat. Okay, Perla ist auch wieder zurück. Party aller Zeiten. Ich würde dich am liebsten knuddeln, aber dann würde ich dich zerquetschen. Na bitte, wobei ich bin aus Schwamm. Ja, das höre ich oft. Ich bin kein Ballon. Du kannst mich ruhig knuddeln. Oh, okay. Du hast es verdient, schätze ich. Jawohl. Geschafft, Patrick. Alle sind wieder wohlbehalten im Bikini Bottom. Jetzt müssen wir nur noch die große Krabbe finden, damit ich morgen zur Arbeit gehen kann. Ich wünschte, ich könnte zur Arbeit gehen. Dieser freie Tag war anstrengend. Für eine Arbeit. Du faulenst nur in deinem Stein rum. Erzähl bitte keinem der coolen Kids in der Schule, dass ich dich umarmt habe. Jetzt muss ich meinen Dad finden, um sicherzugehen, dass er mich zum Einkaufszentrum fährt. Prinzessinnenkleider sind im Angebot. Bis später. Wo ist denn das Kleid, was sie mitgebracht hat? Tja. Sprich mit Cassandra. Wer ist denn da? Was ist denn da hinten? Oh, das ist Gary. Oh, reden wir mit Gary. Ein kleiner Klaps reicht schon. Bitte, SpongeBob. Du musst meine kostbaren Schätze finden. Perla, die große Krabbe. Die große Krabbe ist bestimmt der Endboss. Hey, Gary. Oh nein. Gary wird Bikini Bottom zerstören. Haben wir das nicht schon gemacht? Ich hoffe, er tut sich nicht weh. Wir müssen ihn auf normale Schneckengröße schrumpfen. Vielleicht brauchen wir dafür etwas aus einer anderen Welt. Wie einen Zaubertrank, der zaubert. Naja, Magie hat dieses ganze Chaos überhaupt erst angerichtet. Aber Tränke nicht. Sprich mit Lexi über einen Zaubertrank. Oh, ja, das mache ich viel später. Ich hab keinen Bock, ey. Sammel gute Nudelsterne. Ich bin eine gute Nudel. Ich bin eine gute Nudel. Oh Gott. Ja, Cassandra ist jetzt. Entpuppt sich jetzt bestimmt gleich als Endboss dann. Wir müssen ja bei Cassandra weitermachen. Mir fehlt immer noch eine Fähigkeit. Okay, Leute, würde ich mal sagen. An der Stelle mache ich ganz kurz. Beende ich den Part an der Stelle eben. Und ich würde sagen, ob Cassandra sich dann gleich wirklich als Endgegner herauspuppt,
Das werden wir dann gleich sehen. Bis zum nächsten Mal in meinem Let's Play zu SpongeBob Schwankopf mit Cosmic Shake mit eurem Dagovian.